Hallo ihr Lieben, ich darf euch begrüßen zu ganz viel Sonnenschein und zu einer mega, mega, mega kurzen Abschlusswoche. So, die fünfte und damit letzte Woche für den August. Wirklich mega übersichtlich. Ich hatte sehr viel Spaß jetzt beim Ausrechnen, weil ich dachte, oh ja, so hast du ja so gut wie nichts zu tun. Und ich glaube, ich habe da auch gar nicht so viel heute zuzusagen. Ja, wird ein kurzes Video. Ich glaube, was anderes bleibt mir nicht. Dafür möchte ich in 2 Tagen am Freitag soll die Budgetgestaltung für den nächsten Monat gedreht werden. Und wie ihr sehen könnt, ich habe noch nichts vorbereitet. Da freue ich mich auch schon sehr darüber und ich glaube, da wird es ein bisschen mehr zu erzählen. So, also starten wir, ohne hier weiter um den Reisenbrei zu reden, mit Lebensmitteln 91,03 €. Das heißt, wir haben jetzt noch im Topf 72,58 € und da der Monat jetzt vorbei ist, ist das Geld, was wir dann quasi noch verstaffen können im Monatsabschluss. Den gibt es dann nächste Woche. Ich muss jetzt halt noch warten auf das letzte hier Spielevideo, weil das, was wir hier erspielen, kommt ja noch in die Töpfe. Dementsprechend habe ich jetzt natürlich noch nicht den aktuellen Stand, was in den Töpfen sein sollte. Und ja, ich war eigentlich hochmotiviert und dachte mir, ja, okay, du bist jetzt schon irgendwie schon im September, du kannst jetzt auf jeden Fall diese Woche den Monatsabschluss machen und nächste Woche das Cash-Stuffing-Video. Nein, kann ich nicht, weil mir fehlt einfach das Spiele-Video und der letzte Stand. So, Luxus, ich hatte ja, glaube ich, schon letzte Woche erzählt, oder ich glaube im Spiele-Video, dass ich mir Fuchsohrringe gekauft habe. Ich habe seit meinen Schwangerschaften ein paar, ich sag mal, ein paar Allergien entwickelt und ich reagiere auf meine schönen, auffälligen, crazy Ohrringe, die ich hier so alle gesammelt habe. Und deswegen habe ich mir diese kleinen Füchse gekauft. Das sind halt so Kinderohrringe, ja, und ich scheine die auch gut zu vertragen. Und ja, ich versuche es jetzt mal wieder mit Silberschmuck. Mal gucken. So, im Topf haben wir allerdings immer noch minus 7,44 €. Liegt aber auch daran, wir hatten ja letzte Woche waren wir bei minus 22 €. Dann haben wir ein bisschen was erspielt im Spielevideo und jetzt habe ich aber wieder Geld ausgegeben. Das gleichen wir jetzt aber im fünften Spielevideo noch aus. Und ja, für nächsten Monat werde ich definitiv ein bisschen mehr in den Luxustopf tun, weil wir gönnen uns halt immer mal was Kleines und sei es ein Stickbild oder ein paar Ohrringe oder hast du nicht gesehen? Und da mag ich auch nicht drauf verzichten. Ja, Geschenke. Ich habe schon mal einen Teil des Weihnachtsgeschenks für Spatzel gekauft. Im 1. September seht ihr, da ist der letzte Teil seines Geburtstagsgeschenks. Der hat nämlich demnächst Geburtstag. Aber das hier ist tatsächlich schon für Weihnachten. Und zwar ein Dino. Wartet, ich zeige es euch mal. So. Spatz ja nicht, wir stehen ja auf Dinos. Übrigens, habe ich eigentlich schon gesprochen? Ich habe diesmal nur einen Sticker genommen. Der hat ja der T-Rex, die haben immer so kurze Ärmchen und der versucht hier an die Cookies zu kommen. Der steht für sich, deswegen. Ich habe ja gar nicht mehr Sticker reingetan, weil ich dachte, der steht für sich. Er kriegt so ein Lego Creator Pack. Und zwar ist hier der T-Rex drin, also ein 3 in 1. Oder so ein Flugsaurier. Ich glaube, ist das Petranodon? Ja, ne? Und hier haben wir noch ein Triceratops. So. Ja, für 9,99 €. Mega cool. So, und dann haben wir im Geschenketopf noch 53,80 €. Ja, und ich weiß ja jetzt, was wir der letzten ersten Septemberwoche schon ausgegeben haben. Ne, gestern. Ich glaube, gestern haben wir das bestellt. Also der Geschenketopf ist so gut wie leer. Da kommt dann jetzt im neuen Monat vielleicht auch noch ein zweites Spiel rein. Ich glaube, aktuell ist nur eins, ne? Nee, wir haben die Sparmuschel und Summertime. Ja, gut, vielleicht belasse ich es bei zwei. Weiß ich noch nicht. So irre viele Geburtstage kommen nicht auf uns zu. So, dementsprechend haben wir ausgegeben 115,92 € für die ganze Woche. Und was habe ich mit meinem Lineal gemacht?
gut. Wir können auch das hier nehmen. So. Ja, bin ich auf jeden Fall mega zufrieden mit. Oh, ich zoome euch wieder rein. Kann man nicht meckern. So. Und ja, ein paar Einkünfte hatten wir, ein paar kleinere. Bei Trade Republic, ich habe Dividenden bekommen für 86 Cent. Bei Bondora gab es wieder unsere 2,10 Euro. Und bei Trade Republic noch die Zinsen für den letzten Monat, aber die kommen, glaube ich, immer am 1., also am 1. September. Und das fällt ja direkt hier rein. Das sind 4,86 Euro. Und ja, ich habe es diesmal sogar ausgerechnet, 7,82 Euro. Hat mir insgesamt Einkommen. Die Sonne knallt mir aufs rechte Ohr. Ich finde es ja mega schön, dass es jetzt noch mal ein bisschen warm geworden ist. Ich habe es ein bisschen mit dem Rücken gekriegt. Ich habe es auch irgendwie geschafft, mir diese Nacht, ich habe gerade im Vlog schon drüber geredet, aber den seht ihr erst in anderthalb Wochen. Also wenn ihr bei Susan Lives vorbeischaut. Ich habe mir irgendwie im Rücken was eingeklemmt, Nerv oder was. Vielleicht habe ich mich auch noch verzogen. Also ich sitze gerade tatsächlich stocksteif und bewege mich so gut wie gar nicht. Weil, oh, boah, ey. Nervt mich tierisch. Aber gut, so. Ich denke, das war definitiv eine beispiellose Woche für diesen Monat. Wenn man sich das anguckt, hier haben wir 124 Euro ausgegeben, das war auch gut. 302, 355, 444. Aber gut, Tanken, Tiere, Kleidung, Tiere, Geschenke. Oh, das löst sich, das geht aber hier nicht. Was haben wir hier so für Spezies gehabt? Auch wieder Tiere, 80 Euro. Ja, so. Aber ja, muss auf jeden Fall auch mal eine Woche geben, wo wir nicht viel ausgegeben haben. Und es sieht jetzt auch sehr interessant aus. Das ist ja insgesamt, was ich aus unseren Spartöpfen entnommen habe. Ja, also die Töpfe, Tiere, Kleidung, Heim- und Gartenluxus und so weiter und so fort. Und die erste Woche haben wir aus den Spartöpfen, unabhängig davon, was wir für variable Töpfe hatten, 260 Euro, 250, 155, 32, 24. Gefällt mir gut. Also da hatten wir definitiv schon andere Monate. So, wie lief denn euer August? Ich bin mega gespannt auf unseren Monatsabschluss und wie viel Geld am Ende noch übrig ist, jetzt nach dem dritten Spielevideo, damit wir die Töpfe glatt machen können. Ich hatte schon ein bisschen Bedenken, weil ich ja letzte Woche doch ein bisschen viel verspielt habe, aber wir haben jetzt noch die über 70 Euro übrig durch den Lebensmitteltopf und ich glaube auch noch 2,30 Euro. Ich glaube, das waren jetzt 76, ne? Ne, 72 haben wir noch übrig und im Fahrtkostentopf noch 1,19 Euro. Also gerundet sind das 74 Euro, die quasi noch oben drauf kommen und ich denke, da können wir definitiv gut die Töpfe noch rund machen zum Monatsabschluss. Ja, das war es tatsächlich schon von mir. Länger wird es nicht. Ich drehe jetzt gleich hier als Flatlay, also mit der Kamera nach oben, noch ein paar Produkte, die im neuen Release kommen, für meinen Vlog, der erst in anderthalb Wochen kommt. Aber ich kann euch Sneak Peek-mäßig ja schon mal eine Kleinigkeit zeigen. Ihr könnt euch auf einiges freuen. Ihr könnt euch auf einiges freuen. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch. Und wenn alles klappt, 15.09. Aber wir sind jetzt schon sehr weit. Ich habe jetzt 5 bzw. 8 Produkte fertig. Also das fünfte Produkt ist quasi ein Set bestehend aus 4, also 4 einzelne Produkte und ein Set aus 4 Produkten. Also 8 Sachen sind quasi schon fertig. Und mir fehlt jetzt noch das laminierte Sparspiel. Das erstelle ich noch die nächsten Tage. Und ja, dann sind wir, glaube ich, ready. Und ich hoffe, dass bei dem Release nicht wieder etwas schief geht. So, mehr dazu aber in einem anderen Video, weil wir uns nämlich jetzt um die Druckerproblematik gekümmert haben. So, in diesem Sinne, bis hoffentlich Freitag und habt noch eine schöne Woche.